Hier befinden wir uns jetzt in der Lackiererei. Hier wird der Wagen jetzt lackiert. Wir haben den Wagen jetzt ca. 3 bis 4 Tage vorbereitet und geschliffen. Wie man sieht, ist das hier alles geschliffen, verspachtelt. Das Fahrzeug wurde jetzt abgedeckt. Wir haben die Originalfenster rausgeholt und haben solche Holzplatten reingelegt, weil es für uns einfacher ist, das Ganze abzudecken. Dasselbe mit den Türen haben wir genauso gemacht. Türeinstiege wurden verspachtelt, verschliffen. Das Fahrzeug wurde abgewaschen mit einem Aktivreiniger. Die Abdeckarbeiten für das Fahrzeug dauert ca. 1 Tag. Und jetzt der nächste Arbeitsschritt ist, dass das Fahrzeug komplett mit einem Staubbindetuch abgetragen wird. Das heißt, dass die feinen Staubartikel von der Oberfläche entfernt werden und somit grundiert werden kann das Fahrzeug. Wir haben jetzt die Fahrgestelle untenrum abgeklebt für das Fahrzeug, so dass dort nichts mehr vernebelt. Wenn wir jetzt mal vorne an das Fahrzeug gehen, sehen wir, dass auch hier alles abgedeckt ist, sowie die Frontscheibe. Die Scheinwerfer haben wir abgedeckt, damit dort kein Farbnebel reinkommt. Wir haben die Kupplung abgeklebt bzw. überhängt. So, wir befinden uns jetzt im Fahrkorb. Hier können wir das Fahrzeug jetzt mit einem Staubbindetuch komplett vom Staub befreien. Das müssen wir machen, damit sich keine Staubpartikel vor dem Lackieren auf der Oberfläche befinden. Damit wir eine schöne, saubere, glatte Oberfläche haben ohne Staub. So, der Kollege rührt jetzt hier die Farbe an, und zwar um genau zu sein die Grundierung. Ich ziehe mich jetzt an zum Lackieren, der Lackieranzug. So, Grundierung wird jetzt nochmal mit Wasser verdünnt. Es befinden sich ca. 6 Liter Grundierung in diesem Eimer. Diese bringen wir jetzt auf das Fahrzeug auf. Grundierung bringen wir auf das Fahrzeug auf, damit ein Rostschutz gegeben ist und feine Unebenheiten rauskommen. Denn wenn wir die einfach mit dem Lack beschichten würden, würden wir diese feinen Unebenheiten zu sehen bekommen. Die erste Schicht Grundierung ist nun drauf, wie man sieht. Der nächste Schritt ist jetzt mit dem Subaru Vista Blue, das wir arbeiten. Da wird jetzt die erste Schicht aufgetragen. Danach kommt noch eine zweite Schicht Subaru Vista Blue drauf. Danach kommt eine Schicht Klarlack drauf. Plus die schwarze Farbe, die man kennt in den Balken. Insgesamt sind wir dann bei ca. 58 bis 60 Liter Lack,